Wie erklären Sie sich, was passiert ist? Nach 2 oder 3 Ernten beginnt die Deformation. Was übersehen wir da? Ich bin hier wegen Cemil Akman. Zuletzt hat man ihn in der Pufferzone zwischen der unbehüteten Natur und dem Ödland gesehen. Wieso suchen Sie nach ihm? Ich wollte ihn gern selbst nach seiner Theorie des genetischen Chaos befragen. Wollen Sie weitergehen? Ja. Ich bin Professor Erol Erin. Was wollen Sie von mir? Ihre These. Alles, was wir mit synthetischer Biologie erschaffen haben, stirbt. Wenn es auf der Erde nichts mehr gäbe, womit könnte man die Menschheit am Leben erhalten? Lassen Sie mich noch etwas länger mit Ihnen reisen. Sie werden diese Reise nicht durchstehen. Bitte nehmen Sie mich mit.